Löwenjagd ist noch mal ganz anders. Das Tier weiß, was im Kopf des Jägers vor sich geht. Es sieht ihn an, und was in diesen Augenblicken geschieht, ist ungeheuerlich. Hallo und guten Tag, Freunde. Ich stelle euch heute meinen neuen Roman Afrika Blut vor. Afrika Blut schrieb ich unter dem Pseudonym Christopher L. Ries. Das Buch hat 500 Seiten. Es ist ein starkes Buch für Romanciers, aber auch für Freunde der Légion étrangère. Denn es kommen im Buch Ereignisse vor, die psychologisch mit Sicherheit noch nicht ganz verarbeitet worden sind. Die Story ist einfach. Drei Kinder wachsen in der afrikanischen Savanne auf, stürzen sich Tag zu Tag von einem Abenteuer in das nächste, bis sie unter dramatischen Umständen einem Schamanen begegnen. Einen Schamanen, der ihnen eine Trennung voraussagt und ein Wiedersehen viele, viele Jahre später. Doch, ich habe bereits viel zu viel verraten. Lassen wir doch mal Text und Bilder sprechen. Bis gleich. Authentizität. Damit meine ich körperliche Anstrengung, Schweiß, Angst um Blut, Triumph oder Niederlage. Gäste, die mit uns auf die Jagd gehen, sind generell in einer schlechten Verfassung, wenn sie ihr Ziel endlich vor sich haben, es über Kimme und Korn anvisieren, den Finger am Abzug krümmen. Sie haben dann nicht mehr, aber auch nicht weniger Chancen als ihr Opfer. Das wissen sie auch, und das nenne ich fair. Oft aber drücken sie gar nicht ab, denn Blut und Schweiß heißt auch Respekt. Ich weiß nicht, ob sie das verstehen können. Nicht wirklich. Löwenjagd ist noch mal ganz anders. Das Tier weiß, was im Kopf des Jägers vor sich geht. Es sieht ihn an, und was in diesen Augenblicken geschieht, ist ungeheuerlich. Wenn Forscher das ergründen könnten, wüssten wir um alle Geheimnisse unserer Erde und unserer Seele. Vor einiger Zeit arbeitete ich in Kenia, ganz kurz nur. Ich habe dort gestandene Männer, angebliche Jäger, gesehen, die sich vor Angst in die Hose machten, ohne Witz. Stinkreich, drei Gewehrträger, gebügelte Uniform und mindestens einen Doktortitel auf der Visitenkarte. Aber vor einem Löwen knicken sie ein. Eben, weil sie tief in ihrer Seele Lügner sind. Tiere spüren das. Und Sie? Haben Sie auch schon mal Angst gehabt? Oh ja, aber nur einmal. Ein Alpha-Tier hat mich total erwischt und meine Gegenwehr war von vornherein nutzlos. Wie meinen Sie das? Ich habe mich verliebt. Florence kam mit ihrem Vater, einem reichen französischen Industriemagnat, zu uns auf die Farm. Er wollte jagen, sie wollte ihn davon abhalten. Ein komisches Gespann. Als wir uns näher kamen, krempelte sie meine ganze Weltanschauung um und machte einen anderen Menschen aus mir. Besser gesagt, sie brachte mich zum Staunen. Wie das? Nun, als ich einmal einen Leoparden schoss, nahm sie mich beiseite und sagte: Siehst du, in 1-2 Minuten ist alles vorbei. Du drückst ab, gehst hinüber, findest den Leoparden tot auf und das war's. Du fühlst dich weder gut noch stolz. Weißt du, wie viel schöner es sein kann, zuzusehen, wie er sich bewegt, wie er sich an seine Beute schleicht, dabei alle Muskeln anspannt, sich vom Boden abstößt und dabei förmlich explodiert. Einem Löwen kannst du nicht davonlaufen. Und deinem Schicksal erst recht nicht.